Hallo, ich bin Christian Solmecke, Rechtsanwalt und Partner der Kölner Medienrechtskanzlei Wildeborger und Solmecke. Und wir haben ja hier schon ab und an mal über Branchenbuchabzocke gesprochen. Da geht es darum, dass ihr vermeintliche Korrekturformulare für die gelben Online-Seiten zum Beispiel untergejubelt bekommt. Denkt, ja, das muss ich nur abzeichnen, dass jetzt in gelben Seiten was kommt. Und dann seid ihr eben in den gelben Online-Seiten, hat nichts mit der Deutschen Post zu tun. Völlig wertloses Produkt und ihr sollt dann 1.000 Euro dafür zahlen. Das ist so die klassische Branchenbuchabzocke. Und das Interessante an der Branchenbuchabzocke ist, dass normalerweise dann relativ zügig Inkassobüros hinterherfassen, euch Druck machen und diese 1.000 Euro eintreiben, die jährlich gezahlt werden sollen. Und genau um diese Inkassobüros und deren Dienstleistungen ging es jetzt bei einer Entscheidung vom Verwaltungsgericht Köln. Diese Entscheidung bezog sich auf ein Inkassobüro, was vermeintliche Forderungen der Gewerbeauskunftszentrale.de eintreiben wollte. Diese Forderungen ist genau das Gleiche, es ist ein Korrekturformular und ihr seid plötzlich bei der Gewerbeauskunftszentrale.de enthalten. Und man dachte vielleicht, das ist irgendwie Gewerbeamt und man müsste was ausfüllen. Plötzlich hängt man da drin. Jetzt gab es seitens des Inkassobüros ziemlich harte Schreiben, die Druck gemacht haben den Betroffenen und die gesagt haben, ihr zahlt doch, dann wird schon mal mit Schufa-Einträgen gedroht und, und. Daraufhin hat in einer ersten Entscheidung das Verwaltungsgericht Köln gesagt, passt mal auf, Leute, ihr müsst diese Textpassagen ändern und ihr dürft die Unternehmer nicht so sehr einschüchtern, liebes Inkassobüro. Das hat das Inkassobüro gemacht, aber offenbar nicht genug, denn jetzt ist entschieden worden, dass der Eintrag ins Rechtsdienstleistungsregister entzogen wird. Das heißt, dieses Inkassobüro ist nicht mehr im Rechtsdienstleistungsregister enthalten und wenn es dort nicht verzeichnet ist, dann kann es auch keine Forderung mehr eintreiben für die Gewerbeauskunftszentrale. Also hat also direkte Auswirkungen auf das Inkassobüro, wenn solche faulen Forderungen eingetrieben werden und man den Betroffenen so viel Druck macht und so eine Einschüchterung dahinter macht. Ich finde das super, dass endlich da mal die erste Entscheidung kommt. Das war nämlich lange Zeit nicht so. Wir haben auch letztens darüber berichtet, dass der BGH jetzt auch über Abofallenabzocker entschieden hat. Die können bis zu 2 Jahre ins Gefängnis kommen oder im konkreten Fall war das jedenfalls so. Und hier noch ein anderer Angriffspunkt. Man geht gegen die Inkassobüros vor. Die hängen oft auch zusammen mit den Betreibern dieser Seiten. Und damit kann man diesen findigen Maschen im Internet den Garaus machen. Meines Erachtens geht die Branchenbuchabzocke schon viel zu lange. Ich beobachte das bestimmt schon 10 Jahre im Internet, dass immer noch Branchenbuchabzocken unterwegs sind. Dagegen sollte man sich wehren. Und ein Weg ist, dass man gegen die Inkassobüros direkt vorgeht. Das hat jetzt das Verwaltungsgericht Köln aufgezeigt. Euch danke fürs Zuschauen. Tschüss und gerne bis zum nächsten Mal.